Hallo, meine lieben kleinen Final Fantasy 7 Wölfe. Ja, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming Wolf. Und wir machen heute mal ein Final Fantasy 7 Sonntag. Da ich ja gestern ein bisschen anderweitig beschäftigt war und dass du mal auch meinen Delpies versprochen hatte und daran muss man sich ja den auch halten. Also, ja, wir haben beim letzten Mal den Bosskampf verloren, das müssen wir heute wiederholen. Und ja, des Weiteren hoffe ich denn, dass wir auch endlich mal das U-Boot gekapert kriegen und an die große Materie kommen. Ihr mögt Final Fantasy 7, ihr mögt dieses Projekt, dann lasst doch schon mal eine positive Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Außerdem schreibt wie immer was Nettes in die Kommentare und wir wollen dann auch gleich mal anfangen. Ach ja, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Okay, wir haben es verkackt. Also nochmal rein. Och nö. Ja, bin ich. Muss ich jetzt alle Kämpfe hier nochmal machen? So ein Mist. Okay, ich versuche das alles so schnell wie möglich hier jetzt einmal durchzuradern. Zack. Zack. Ich glaube, für diese Pappnasen brauche ich eigentlich auch keine Zauber und Aufrufe. Da kann ich mir die MP wirklich sparen, dass ich die nachher für den Bosskampf gleich habe. Oh. Also ich hätte gern. Ich hätte die eben einzeln bekämpfen können. Na toll, aber dann dauert das ja viel länger. Oh nö, das heißt, ich habe jetzt einen Kampf zusätzlich hier drin. So ein Mist. Egal. Wir radeln hier einmal durch, dann gehen wir jetzt doch einmal mit Blitz 3 auf alle rein. Weil zwei Gegner sind mir dann doch zu blöd, die jetzt einzeln so durch zu rasseln. Zack. Sollte aber das denn schon reichen, genau. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ganz still durchkommen, damit wir wieder zu unserer Revanche kommen. Denn dieses komische Schottvieh mit seinen Armen muss ich ja irgendwie klein kriegen. Ja, ja, wollte ich und bla 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 und pups und ihr wollt mir das nicht schenken, also muss ich mich hier durchkämpfen. Habe ich alles schon verstanden. Auf geht's. Darf ich jetzt bitte endlich mal? Könnt ihr mal aufhören, hier rumzuballern? Das ist ja der Entität. Hallo. Oh, super. Und tschüss. Was hat denn jetzt? Haben sich der gute Cooper und der Soldat einfach gegenseitig der so hack, hack, bum, bum gemacht. Ja. Gut, aber jetzt nichts wie durch hier, möglichst wenig Kämpfe, schnell, 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 schnell. Ja, genau. Guck mal, da ist das komische Ding, das wird weggefahren. Müssen wir uns alles wieder angucken. Oh, komm, ein bisschen schneller. Mann, Mann, Mann. Los geht's. Ja, genau, so war's. Und nicht anders. Also durch die Tür hier. Aber nicht ohne Kampf, war ja klar. Natürlich müssen wir geärgert werden. Na komm, Cooper. Blitz drauf. Dann kommt ein Tiefer. Mit Heilung. Für alle. Und dann kommt noch ein Miegelchen mit nochmal Blitz. Und dann sollte der Kampf auch erledigt sein, hoffe ich. So, tiefer, wenn du magst, möchtest. Den musst du gar nicht mehr. Meine Güte, ich bin immer noch so verärgert, dass ich letztes Mal da so verkackt habe. Und das nur, weil der blöde Dingsbums-Roboter mich gegrabbelt hat. So, da ist die Materie. Die wird jetzt da eingeführt. Und ein bisschen schneller, bitte. Warum muss das alles so langsam gehen hier? So, Zeng, schick mir deinen Roboter. Ich habe keine Lust, hier so lange rumzudüdeln. Komm schon. Hä? Hallo? Ah, jetzt läuft er. So hat das denn eben gehakt? So, jetzt aber schnell. Zacki, zacki. Bäm. Boom. Zack. Dingsbums. Und
noch was anderes. Ja, ja, das ganze Gebrabbel hatten wir schon. Müssen wir nicht wiederholen. Genau. Schick mir mal deine komische Konservendose daher. So. Und auf geht's in Runde 2. Diesmal werden wir dich platt machen. Hoffe ich jedenfalls. So, ich will gar nicht großartig hier mit irgendwelchen Gedöns rumtüdeln. Ich werde hier jetzt gleich mit den stärksten Angriffen, die ich habe, da raufballern. Okay. Ich glaube, beim Miegelchen sollte ich tatsächlich mit seiner Limit-Attacke reinknallen. Die ist am effektivsten. Und die anderen sollen den schön mit aufrufen. Und zaubern. Ich glaube, die stärksten Aufrufe überhaupt hat sowieso eigentlich Cooper drin. Bam. So. Vielleicht sollte ich jetzt schon mal heilen. Ich sehe nämlich ziemlich aua aus. Gut, muss ich aber warten, bis Bahamut natürlich seinen Angriff erledigt hat, weil jetzt kann ich das gerade nicht. Jetzt ist man immer so zum Warten gezwungen wird bei dem Spiel. Das hat mich auch damals schon immer ein bisschen genervt. Ich fand zwar das damals immer so richtig geil, von wegen mit den Aufrufen und wie die zelebriert werden und alles Mögliche. Aber dass man während der Zeit hier weitere Attacken nicht auswählen bzw. platzieren konnte und dann immer so lange warten musste, das hat mich dann doch immer schon ein bisschen angenervt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich meine, da bin ich auch heute immer noch genauso ungeduldig wie früher. Da hat sich nichts gebessert. Ich weiß, Geduld ist eine Tugend und ich bin ja auch schon ein recht geduldiger Mensch geworden. Manchmal, meistens, glaube ich zumindest. Aber immer klappt das nicht. So, denn machen wir jetzt mal einen Tornado-Hieb. Und wusch. Guten Flug. Kommen Sie wieder. Gehen Sie kaputt, hoffe ich. Aber nein, er will immer noch nicht kaputt gehen. Mann. Meine Güte. Ja, Tifa, du darfst jetzt auch mal hier deinen Limit-Attacke raushauen. Ey, lässt du wohl die Tifa los? Wag es nicht. Achso, ich dachte, der wollte jetzt auch Cooper schon wieder grabbeln. Damn, damn. So. Einen Arm hat er schon mal weniger. Das heißt, noch jemanden grabbeln kann er nicht. Ich hoffe, mit dieser Attacke geht der andere Arm auch kaputt. Dann sollte Tifa wieder befreit sein. Haue meinem Phönix in die Augen. Sieht der nicht schön aus? Und dir macht er Aua. Ja. Tifa ist wieder da. So, Tifa kann jetzt den Fausthagel da lassen. So, jetzt kann er uns zumindest schon mal nicht mehr mit seinem Gegrabbel kampfunfähig machen. Das ist schon mal was Gutes. Das heißt, jetzt können wir seinen Hauptkörper mit Genuss mit allen attackieren und platt machen. So, als nächstes nehmen wir dann den Bahamut. Mega. Müssen wir uns jetzt gerade heilen? Nö. Aber wir können jetzt mal einen Kometen auf ihn feuern. Mit Tifa. Wenn Bahamut fertig ist, heißt das, ne? Natürlich. Also ich muss sagen, als ich das Spiel damals das erste Mal gespielt habe, habe ich mich immer über diese Sequenzen und über diese Attacken gefreut. Doch, mit der Zeit war das denn so, dass ich echt schon auch manchmal gedacht habe, oh Mensch, warum müssen die so lang sein? Warum kann man die nicht überspringen? Oh, aua, das hat wehgetan. So, bist du jetzt kaputt oder muss ich mich nochmal heilen? Tifa, wir müssen erstmal Heilung machen, bevor du dein Limit einsetzen darfst. Ey, ich hab schon gedrückt. Warum hat das nicht geklappt? Mist. Habe ich zu langsam gedrückt? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wo? So, bist du jetzt besiegt oder muss ich dir noch eine verplättern? Nö, besiegt. Alles bestens. Wisse, die Revanche ist meine. Ja!
Doch. Ich hätte eben beim letzten Mal auch schon von Anfang an entweder mehr auf die Arme einzeln gehen sollen oder zumindest gleich immer auf alles. Mist, das U-Boot! Wir müssen ihm nach! Es gibt eine Möglichkeit. Ja, gibt es eine? Okay. Und die lautet wahrscheinlich, wir kapern das andere U-Boot. Aber bevor wir das tun, müssen wir einmal hier ein bisschen meine Gesundheit ein bisschen aufpushen. So, ein bisschen Ether haben wir uns dann auch noch reingegönnt. Und dann auf zu den Typiselten. Was ist das denn da hinten? Ist das eine Lauftreppe, Rolltreppe, die in die falsche Richtung läuft? Oder warum laufen die alle auf einer Stelle? Egal. Bevor wir da hochgehen, schnappen wir uns die Kiste. Da kriegen wir ein Krummschwert. Und das ist, glaube ich, wieder für die gute Koopa. Du! Ja, ich! Was ist mit mir? Ich muss wieder kämpfen, ne? Das war sowas von klar. Aber egal, wir hauen euch einfach mal einen Blitz vom Miegelchen auf den Kopf. Aber erstmal haut tiefer noch. Auch ein bisschen was auf den Kopf. Zack und bumm. Oh. Okay, Miegelchen, du darfst nicht mehr. Tut mir leid, Tifa hat alles erledigt. Nochmal zwei Pappnasen. Du willst dieses Schiff nicht. Doch, mache ich. Will ich aber. Ist mein Wunsch. Und von meinem Wunsch lasse ich mich nicht abhalten. So, ich habe jetzt auch keine große Lust hier Ewigkeiten. Ach, Mist. Überempfindlichkeit. Mann. Zack. Du kriegst ein Komet und der andere kriegt ein Boom und ein Hau. Und das war's auch. So. Ich hoffe, hier sind alle Streitigkeiten geklärt. Wir dürfen jetzt endlich ins U-Boot, ne? Ja, dummerweise habe ich nämlich gesehen, da links war noch eine Kiste. Die habe ich zuerst nicht gesehen. Was natürlich heißt... Oh. Ihr wollt das U-Boot? Versucht doch, es zu kapern. Ja, das tun wir doch gerade. Naja, wir sollten sie nicht wütend machen. Nö, nö. Könnt ihr ruhig. Habe ich kein Problem mit. Der gute Miegelchen hat eh schon Zorn. Der ist sowieso schon sauer. Hä? Also. Von daher. So, wie machen wir das denn jetzt? Oh, Miegelchen hat schon wieder seine Limit-Technik voll. So, wusch, der ist weg. Ja, da brauche ich jetzt auch keine Zauber oder sowas mehr einsetzen. Das lohnt sich für solche Pappnasen nicht wirklich. So, das Gute ist aber, ich habe gesehen, da vorne ist ein Speicherpunkt. Das heißt, wir können gleich einmal Zelt nehmen, damit sind wir dann wieder voll aufgeladen. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt irgendwie noch großartig einen Bosskampf vor uns haben oder großartig Kämpfe. Aber wenigstens sind wir dann wieder in... Können wir wieder in voller Pracht erstrahlen. Zack. So. Ja, Miegelchen ist immer noch sauer. Ich meine, kann ich auch verstehen, diese Pappnasen gehen einem ganz schön auf die Senkel. Nein, nein, das ist furchtbar. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich will nicht sterben. Es gibt so vieles, was ich noch tun muss. Ich bin nicht einmal dazu gekommen, meinen besonderen Siegestanz im Kampf zu tanzen. Okay, dann wird das dein erster Sieg sein. Na los, zeig's ihnen. Jawohl. Erinnere dich an deinen letzten Übung. Fang an! Jawohl! Ich bin wieder da. Keine Gnade, Leute. Zum Angriff! Kämpfen oder gefangen nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen die mal gefangen. So gemein bin ich jetzt nicht. Ich meine, das sind ängstliche kleine Schwächlinge. Die. Hilfe, bitte. Tut mir leid. Ich habe das nicht mehr aus... Die Enge, das Schwanken, der Motor. Der Koopa reißt sich zusammen. Was machen wir bloß? Jetzt haben wir ein U-Boot gestohlen und können es nicht steuern? Ja, Miegelchen macht das schon. Der haut einfach mal auf die Konsole. Ich bin ja technisch nicht besonders begabt. Aber es scheint, als kämen wir von der Stelle. Bleib dran! Du hast recht. Es geht mir wirklich ein bisschen besser, seit ich am Ruder bin. Alles wird gut. Überlass es nur mir. Okay. Tja, und nun? Das Handbuch lesen. Hinsetzen.
Dann setze ich mich mal hin. So. Scheint alles bereit zu sein. Lies im Handbuch. Nö, wir fahren einfach drauf los. Dieser Schalter? Oder ist es doch ein anderer? Nö, sieht gut aus, ne? Darstellung ändern. Okay. Und? Ui, die Verfolgungsjagd beginnt. Ja, ich... Wo ist das U-Boot hin? Wie so ändere ich die Ansicht? Ich glaube, ich schwimme gerade hoch. Wie geht die Lenkung? Liebe Freunde, ich habe hier jetzt mal einen Schnelldurchlauf gemacht, weil ich ja natürlich so ein eingebildeter Dusselwolf bin, war ich der Meinung, oh, die Lenkung wird schon selbst erklärt sein. Das schaffe ich alles mit Leichtigkeit. Ja, Pustekuchen, ich habe mich so dämlich mit der Lenkung angestellt, dass diese Verfolgungsjagd hier echt eine halbe Ewigkeit gedauert hat und ich keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich mache. Natürlich ist mir irgendwie auf irgendeine Art und Weise, weil ich ja dieses Glück der Dummen immer habe, das Ganze doch noch geglückt. Aber naja, das hat ein bisschen, kleines bisschen, ne? Aber auch nur länger gedauert. Im Endeffekt, ja, guckt euch mal an, wie ich hier durch die Gegend eier und wie dumm ich mich dabei anstecke. So, ja, endlich haben wir dich. Mission geschafft. Wir haben das U-Boot versenkt. Yay. Wartet mal. Wir haben das U-Boot versenkt. Und die große Materie? Die liegt jetzt am Meeresboden, oder? Shinra-U-Boot. Geklaut. Ja, das ist schön. Das gehört jetzt uns. Uff, wir haben es geschafft. Die große Materie müsste sich jetzt am Grund des Meeres befinden. Wir wollen weiterschauen. Achtung an alle Shinra-U-Boot-Einheiten. Hören Sie. Ja, wir hören. Achtung an alle Shinra-U-Boot-Einheiten. Hören Sie. Das muss von Shinra kommen. Echt, sag nicht sowas. Nummer 2, komm. Nummer 2? Ich hab das am Dock gesehen. Die müssen dieses U-Boot meinen. Okay, lass mich mal. Ich mach das schon. Hier ist Shinra 2. Alles normal. Roger. Deine nächste Mission ist, zum Junon-Dock zurückzukehren. Wir werden die große Materie vom Flughafen weiterleiten. Okay, alles andere ohne Sonderaufgabe melden sich zum Wachdienst. Alle anderen ohne Sonderaufgabe melden sich zum Wachdienst. Entschuldigung, bin heute ein bisschen balabala. Das ist alles, over and Ende. Flughafen Junon, wenn wir uns beeilen, sind wir rechtzeitig da. Vergiss die große Materie für einen Moment. Wir steigen auf. Erst das Meer und jetzt in die Luft. Was für ein Tudeludel. Okay, so. Ja, würde sagen, wir docken an und ja. Wie du ein U-Boot steuerst, drücke A, um einzusteigen. Dich vorwärts zu bewegen, drücke B, um auszusteigen, bla bla bla. Ja, was soll ich sagen? Ich war... ich war ein bisschen eingebildet. Ich habe gedacht, ich kann das einfach alle so meistern und habe mich dann beim U-Boot-Fahren ein bisschen dämlich angestellt. Aber egal, geschafft ist geschafft. Wir haben unsere Revanche bekommen und ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Außerdem könnt ihr auch gerne noch was in die Kommentare schreiben, wie immer Algorithmus pushen und natürlich auch meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt und natürlich die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, hoffe, ich sehe euch später zum Remake nochmal wieder und sage jetzt au. Bye bye.